Und das heißt, dass wir kommen auch heute zu Kuhnmann LP und Horizon Zero Dawn. Ja, was ist da passiert oder was ist los gewesen in der letzten Folge? Wir haben erfolgreich, ja, wie soll ich sagen, der Probe hinter uns gebracht, haben einen starken Verlust müssen hinter uns bringen, sind dann zur Sucherin gewählt worden. Und jetzt sind wir da auf dem Weg zum Tor. Und da beim Tor. Wenn sie nicht gewesen wäre, wären alle gestorben. Ich, danke. Haben wir Mühe gegeben. Du hast dich schnell erholt, du musst stark sein. Ich hörte davon, aber ich war nicht sicher, bis ich dich gerade sah. Schön, dass es dir gut geht. Was genau hast du über mich gehört? Dass du verletzt bist. Und beinahe tot. Und dann bestand Erzmutter Tirsa darauf, dass du im Innern der Urmutter heilen sollst. Das war ein Trubel. Nur Stammmütter dürfen den Berg betreten. Doch, du hast es verdient. Hey, der Berg ist unsere Mutter. Die Überlebenden haben jedem erzählt, wie du für sie gekämpft hast. Ich habe nicht allein gekämpft. Nein. Sie haben auch Bast und Vala erwähnt. Und ja, Rost, der Mann, der mich aufzog. Er kämpfte für mich. Und starb dabei. Von ihm haben sie nichts erzählt. Aber ich weiß noch. Er war da, als du mich gerettet hast. Genau, du kannst. Ich weiß noch, er stellte sich vor dich, als mein Vater zu schreien anfing. Wenn er dich durch seinen Tod gerettet hat, Aloy, hatte er sicher nicht bereut. Ja, das ist nett, hä? Macht mir das Tor auf. Weißt du eigentlich, wie gefährlich es da draußen ist? Ich muss hier jetzt durch. Dann musst du Resch fragen, oben auf dem Wall. Er ist jetzt Kriegsherr. Ich weiß nicht, ob er dir hilft. Ja, mal schauen, hä? Und wieso gefährlich draußen? Welche Gefahren drohen im Becken? Sind die Mörder noch dort? Nein, die sind längst weg. Der Kriegstrupp verfolgte sie und wurde abgeschlachtet. Sie haben böse Macht über die Maschinen. Sie verderben sie und lassen sie dann an ihrer Seite kämpfen. Und diese Kampfmaschinen, sie sind im Becken? Ein paar sind durchgebrochen. Und wie ich hörte, ist es außerhalb noch viel schlimmer. Glaub mir bitte, das ist keine Zeit zum Verreisen. Okay. Jetzt aber halt. Das würde bedeuten, dass die anderen können die Maschine kontrollieren, wenn sie mit ihnen kämpfen. Das würde ich auch. Warum sollte Resch nicht helfen? Naja, er sagt gemeine Sachen über dich. Ich bin ein mutterloser Fluch, Ausgestoßene. So in der Art. Ja. Ja, ich wünschte, er wäre nicht Kriegsherr, aber Sona verschwand nach dem Angriff. Sie sagen, sie verfolgte die Mörder ganz allein, ohne Hilfe. Okay, Sona. Wer ist Sona? Sona war die Kriegsherrin. Sie wird aber seit dem Angriff auf den Kriegstrupp vermisst. Du kennst sie bestimmt aus Mutterherz. Eine große Frau, dunkle Haut und lange weiße Haare. Na. Ihre Tochter war bei der Erprobung, aber sie starb. War Vala ihre Tochter? Ja. Genau, Metze. War sie. Ich mochte sie. Ja, ist auch gut, sie. Ich auch. Die zwei Sätze, die wir mit ihr geredet haben. So, und wieso steht er da? Was machst du hier mit Bogen und Speer, Tab? Du bist näher, kein Krieger. Viele Krieger sind tot oder verwundet, Aloy. Jemand muss Mutters Wacht schützen, also helfe ich hier aus. Ich komme zurecht, solange ich die Pfade der Krieger meide. Stimmt's? Ich muss jetzt gehen, Tab. Urmutter schütze dich. So, wie sieht das da aus? Gut.
Urmutter wird uns vernichten. Das wird sie sicher. Wir singen, bis wir heiser sind. Also jetzt gehen wir mal schauen, ob wir da hochkommen, hä? Ich muss durch das Tor. Und seit wann interessiert es mich, was ausgerechnet du musst? Ja, seit ich eine Sucherin wurde. Öffne das Tor. Du? Sucherin? Sind Tirsa und Jessa jetzt verrückt? Schlimm genug, dass du bei der Erprobung warst. Wenn du verletzt bist, bringen sie dich in den Heiligen Berg, um dich zu heilen? Kein Wunder, dass wir verflucht wurden und unsere Kinder zu Grabe tragen müssen. Wie kannst du so herzlos sein? Ich kämpfte mit diesen Kindern, Schulter an Schulter, Rücken an Rücken. Ich sah sie sterben. Und jeder von ihnen als wahrer Nora hätte dir einen Pfeil reinjagen sollen. Rash, komm jetzt. Ruhe! Ich bin dein Kriegsherr. Und ich eine Sucherin, geweiht von den Erzmüttern. Also öffne das Tor und ich werde verschwinden. Je schneller du hier verschwindest, desto besser. Was war das? Uh-oh. Was ist echt das? Der Dämon! Gebt Alarm! Hey, der ist schnell. Der ist sehr schnell. Oh oh. Meine Göttin, was macht er mit ihnen? Macht euch bereit! Oh mein Gott. Was hast du hergelangt, du mutterloser Fluch? Tötet sie, Krieger! Tötet sie alle! Oh, krass. Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Von mir wird kein Entkommen. So, fertig mit dir da. Reiche hier, gut. Krass. Gut, das ist schwieriger, als das denkt. professioneller Gamer gerade dran. Jetzt sehen wir mal, wie man das macht in der heutigen Zeit. Krieger, macht euch bereit! Wir bekämpfen einen Fluch, einen Dämon. Da gib uns Kraft! Es ist soweit. Ich muss auf Position. Da kommt er. Angriff! Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Ah, das ist stressig. Nicht das Ziel aus den Augen verlieren.
Ah, warte. Fall der Muni. Wow. Nicht so easy, hä? Also ich muss da mehr mit den Bögen schiessen, hä? Krieger! Macht euch bereit! Wir bekämpfen einen Fluch! Einen Dämon! Ruhe, Mutter, gib uns Kraft! Es ist soweit. Ich muss auf Position. Da kommt er. Angriff! Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Krass. Now. Ein bisschen heilen. Oh, schnell. Schnell weg.
Krieger! Macht euch bereit! Wir bekämpfen einen Fluch! Einen Dämon! Urmutter, gib uns Kraft! Es ist soweit. Ich muss auf Position. Da kommt er! Angriff! Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Meine lieben Leute, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, sonst bleiben wir da noch ewig stecken. Krieger, macht euch bereit! Wir bekämpfen einen Fluch, einen Dämon! Urmutter, gib uns Kraft! Es ist soweit. Ich muss auf Position. Da kommt er! Angriff! Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden!
So, komm. Maschinen übernehmen. Wie machst du das? Zeig's mir. Sie haben dir gehorcht. Wie? Das. Wow. Damit machst du das. Es verbindet sich mit dem Fokus. Wie heftig ist das gewesen? Wie heftig ist das gewesen? Bloß ein paar Drahtschlingen. Das sollte halten. Ich muss es nur noch testen. Aloy, wie hast du das gemacht? Du tötest den Dämon und weidest ihn komplett aus. Die Kontrolle über die Maschinen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich will es an einer Maschine testen. Es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaube ich. Ganz genau. Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin. Ich muss mit Wald sprechen. Ich wusste, dass du anders bist, Aloy, aber... Aber was? Ich glaube, du bist ein Segen der Urmutter. Egal, was Rash sagt. Danke, Tab. Aber ich muss jetzt los. Das musst du. Ich denke an dich. Wow, krass, ey. Das ist ein Kampf gewesen. Sehr gut haben wir das gemacht. Hey, wow, und ich muss sagen, wir sind richtig gute Krieger, hä? Oh nein, jetzt habe ich einen falschen. Den wollte ich eigentlich machen. Wow, und ich habe das Gefühl, ich bin noch nie so schnell gelaufen wie jetzt. Vor dem Dämon zum Abhauen. Unglaublich. Aber wir haben es geschafft. Heldenhaft haben wir es geschafft. Noch irgendwie 2000 Anläufe. Aber ist okay. Ich meine, es ist ja absolut realistisch, dass man so einen Angriff überlebt. So, dann nehmen wir alles mit, was wir da finden können. Ich sage das. War noch Rüdli. Was muss ich tun, damit du verschwindest? Ah, sehr sympathisch. Weißt du was? Dich lassen wir nächstes Mal einfach reinrennen, du blöder Sich. Entschuldigung, das sagt man nicht. Wir sollten ja anständig sein im Leben, aber. Ich muss eine Maschine finden und dieses Gerät ausprobieren. Irgendwo ist dann die Respektlosigkeit da fertig, oder? So, speichern. Immer gut speichern. So, jetzt wären wir wieder in Mutters Becken. Und was wir da müssen haben, sind ein paar Läufer. He? Wow, krass. Hey, ich sag das, ich bin immer am Zittern von dieser Action da. Das ist schon etwas, so, was sehr überraschend kam, ist, das mit dem Dämon. Aber
Wegen dem haben wir es gleich geschafft. Das bedeutet ja nicht, Überraschung heisst, wir schaffen es nicht. Wir müssen einfach, ja, vielleicht ist dann eine Situation gewöhnen. Wunderbar. Und ja, dann. Oh. Blinderer. Oder was ist das? Aha. So machen wir das ein bisschen. Sehr gut. Ja, mittlerweile sind wir schon Stufe 8. Also die Entwicklung geht voran. Hallo. Also kann ich gerne da anschauen. Ja, das Krasse ist, also wenn du mal so einen grossen kaputt gemacht hast. So einen grossen Dino-Robo. Robo-Dino? Elektro-Dino? Genau, Elektro-Dino ist das beste Wort. Dann muss ich dir ehrlich sagen, dann verlierst du ein bisschen den Respekt vor diesen Plünderern und allem anderen. Überbrückungsgerät testen an einer Maschine. Wie cool ist denn das? Hey, und wenn das natürlich klappt, dann könnten wir ja so gut wie jede Maschine timen. Ah, da hinten haben wir einen Hüttenhot. Hüttenhot. Egal. Du weißt, was ich meine. Überbrückungsgerät testen. Ich muss leise sein. Nach allem, was ich durchgemacht habe, soll mich keine panische Herde überrennen. Schön leise. Okay, dann mal los! So. Jetzt mach schon. Es hat geklappt. Er ist nicht feindselig. Wie geil. Also, braver Junge. Das ist schon besser. Ja! Ja! Lau! Ah! Ah, nett. Das lasse ich nicht mehr auf mir hocken, sorry. Jetzt schaut ihr das an. Läufer ist schnell! Die Bestie läuft! Ich sollte noch andere Maschinenarten überbrücken. Man kann vermutlich nicht alle reiten, aber vielleicht finde ich eine Verwendung für sie. Wie cool, hey, ich has Rost. Ich habe ein Elektro-Rost. Wie cool ist das? Ich habe ein Elektro-Rössli. So. Ich würde sagen,
Wenn das kein ehrwürdiger Abschlussscreen ist für heute, dann weiss ich auch nicht. In dem Sinne, danke, dass ihr heute dabei gewesen bist, ein bisschen bei einer verschlagenen Folge von Kuhnmann LP und Horizon Zero Dawn. Hey, und woher unsere Wege gehen mit dem coolen Rössli, das sehen wir in der nächsten Folge, wenn du dabei bist, bei Kuhnmann LP. Und das sollte vielleicht jetzt schon online sein, und sonst, ja, morgen, übermorgen, nein, morgen, ganz klar, jeden Tag Erfolg für dich. Ciao.